Die erste Frage kommt von Crancy. Kommt Retro noch? Also. Hey ho, Minecraft-Freunde, willkommen zu einem Fragen- und Antworten-Video. Heute werden wir mal ein bisschen Ostereiern suchen. Und zwar gibt es ein Ostereier-Event auf gomma.net und nebenbei, ja, Fragen von euch beantworten. Viel Spaß. Und zwar, der Osterhase war da. Er wollte eigentlich, dass zu Ostern, ja, neue Coinsystem-Items kommen und auch neue Skywars-Karten. Aber leider hat er alle seine Ostereier bei uns im Garten verloren. Den Garten findet ihr hier drüben und ihr könnt mithelfen, diese Ostereier zu finden. Die sind nämlich hier im Garten überall versteckt und zwar insgesamt 50 Stück. Und wenn ihr alle 50 findet, dann bekommt ihr 50.000 Coins. Aber, weil man ja sagt, zusammen ist man stark, Freunde. Die Community ist stärker gemeinsam. Da, ja, ist es so, dass wenn ihr alle zusammen 200.000 Eier findet, dann werden alle Belohnungen freigeschaltet. Also die Skywars Maps und die Coinsystem-Items. Und wie ihr jetzt den Fortschritt da einsehen könnt und wie weit es schon da ist, zeige ich euch gleich. Ich weiß es schon. Es ist schon sehr stark fortgeschritten. Wenn nicht schon zu stark. Ich habe da gleich noch eine gute Nachricht für euch. Zeige ich euch gleich. Erst einmal gucken wir mal, ob wir hier gerade mal ein Osterei finden. Hallo, wo seid ihr? Ostereiersuche kann starten. Hier im Gommel-Hardy-Nett-Garten. Da haben wir auch schon eins gefunden. Zack. Okay. Wir können auch eigentlich schon hier gerade mit dem Fragen- und Antworten-Video beginnen. Und ich suche einfach nebenbei so ein wenig die Ostereier. Eins haben wir schon mal gefunden, Freunde. Mal gucken, wie weit wir hier mit dem Video kommen. Die erste Frage kommt von Crancy. Kommt Retro noch? Also, die Frage kam ja wirklich häufig auch während den Streams in den letzten Tagen. Retro, erstmal zu Retro Staffel 3. Vielen Dank nochmal für euren Support bei der Retro Staffel 3. Eure Kommentare zu lesen war die Motivation pur, dieses Projekt so durchzuziehen, da jeden Tag viele, viele Stunden reinzustecken in dieses Projekt, die Folgen für euch rauszubringen, jeden Tag um 18 Uhr. Auch mal lange Folgen zu machen, die teilweise ja wirklich 18 Minuten lang gingen. Und ja, im Endeffekt hat es sich wirklich gelohnt, immer am Ende des Tages, wo dann nämlich eure Kommentare reinkamen. Da habe ich zum Beispiel jetzt auch unter der letzten Folge, unter Retro Folge 10 von Staffel 3, nur mal als Beispiel jetzt, um das mal zu spiegeln, was da für heftige Kommentare einfach reinkam von eurer Seite aus, möchte ich einfach gerne mal eins vorlesen gerade an der Stelle. Nämlich ein Gedicht von Captain Cubecraft, der wirklich bei jeder Staffel aktiv dabei war, immer fleißig supportet hat. Vielen Dank an dich an dieser Stelle. Das ist einfach nur der Hammer. Durch solche Kommentare von dir allgemein, und hier ist noch ein Ei, ist es einfach die Motivation pur, die man so während dem Projekt plötzlich, während den Aufnahmen dann nochmal hat. Und ich setze euch hier mal eben kurz hin und lese euch das Gedicht vor, Freunde. Es ist ein bisschen länger, ich hole mal ein bisschen aus hier gerade. Lieber Gomadi, ich hatte 3 Tage lang kein WLAN. Ich dachte mir ständig, nee Mann, jetzt verpasse ich die halbe Staffel. Ich ging traurig in ein Café und aß eine Waffel. Ich dachte an den Drachenkönig und dessen Ende, an die Rückkehr des Sonnenlichts und die Muscheln der Strände. Und danke, lieber Gott, dass das Café WLAN hatte. Das rettete mir den Tag und niemand im Café wusste, dass ich Retro mag. Ich setzte mich hin mit einem Butterkeks, Gomme war mit den Dorfbewohnern unterwegs. Zusammen gingen sie durch das Riesenlabyrinth. Ich freute mich beim Zuschauen wie ein Kind, denn Gomme schrie dort einmal so laut auf, dass der Kellner umfiel mit seinem Nudelauflauf. Ich schaute mir es weiter an, wie der Drachenkönig fliehen kann und zum Krater kam, wo alles seinen Ursprung nahm. Und am liebsten hätte ich geweint, denn Vergangenheit war wieder mit heute vereint. Ich fühlte einfach so viele Emotionen und ein zweiter Butterkeks würde sich lohnen. Mir kamen die Tränen, als ich diese Folge hier sah, denn ich wusste, das Ende ist nah. Nie mehr Retro, kein Gedichte, meine ganze Kreativität durch deine Geschichte. Ich ging aufs Klo und fing an zu weinen, zitterte vor Trauer mit Armen und Beinen und als Gomme, GLP und Revi erwähnte, war alles erfüllt, was ich mir mit Retro ersehnte, denn durch Retro konnte ich mich echt entfalten und in der Schule sogar einen Vortrag drüber halten. Lieber Gomme, das ist mein letztes Gedicht, weil das Ende von Retro mir das Herz bricht. Danke für die geile Zeit, auch wenn wir nie geredet haben, du bist mein größtes Idol und eins kann ich dir sagen, sobald Staffel 4 kommt, bin ich am Start, auch wenn ich dann schon alt bin, mit einem langen Bart und danach noch ganz, ganz viele liebe Worte. Hammergedicht, wirklich, riesen Applaus da an der Stelle für dich, Captain Cubecraft, das ist wie mal einfach spitze das Gedicht. Er hatte ja schon unter den anderen und Retro-Staffeln immer wieder Gedichte geschrieben und das kannst du einfach, das ist Hammer-Feedback. Danke, danke, Motivation pur und ja, Freunde, solche Kommentare unter anderem kamen halt immer unter den Retro-Folgen und ihr könnt euch vorstellen, wie einen das halt so als Retro-Ersteller freut,
nicht nur mich, auch natürlich ganz Team Create. Und an dieser Stelle auch mal an Team Create. Vielen Dank für eure Unterstützung während der Retro-Staffel. Vielen Dank, dass ihr immer bei den Aufnahmen da abends dabei wart, die teilweise stundenlang gingen, weil irgendwas nicht geklappt hat, technisch oder wie auch immer. Und vielen Dank einfach da für eure Unterstützung. Also wirklich, das war wieder ein Hammer-Projekt. Da ist ein Osterei. Ich war sogar drauf. Egal. Ja, ob es eine Staffel 4 gibt, darüber möchte ich auch kurz sprechen. Und zwar, wenn es eine Staffel 4 gibt, dann erst im Dezember, also im nächsten Winter. Ich hatte ja letzten Sommer über Staffel 3 angefangen. Staffel 2, sorry. Und die Staffel, da haben viele geschrieben in den Kommentaren, dass es halt nicht so gut in den Sommer passt, die sich das besser im Winter angucken können, habe ich mir jetzt halt zu Herzen genommen. Und wenn es eine Staffel 4 gibt, ich weiß es noch nicht, kann ich mir vorstellen, kann ich mir auch wiederum nicht vorstellen, denn an sich waren Staffel 1, 2 und 3 so schön aufeinander aufbauend. Alles hat irgendwo eine Verbindung zueinander. Staffel 3 sehr stark zu Staffel 1 und das passte einfach alles. Und wie jetzt da Staffel 4 reinpassen würde, weiß ich noch nicht. Aber wenn eine Staffel 4 kommt, dann erst so zu den Varo-Zeiten, also so nächsten Dezember, so drumherum. Dezember, Januar. Irgendwann dann um den Dreh. Da ist noch ein Osterei. Huiuiui. Zack, haben wir schon 7 gefunden. Jetzt mal eine Frage, die von Hannah kommt und zwar nicht zur Retro, sondern zur letzten Fragen- und Antworten-Folge. Dort habe ich ja gefragt, hatte jemand gefragt, ob ich nicht mal mit Maske irgendwie Facecam machen soll und ich habe gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Und jetzt hat Hannah gefragt, machst du bald die Aktion mit der Maske? Also, ich habe mir in der Zwischenzeit mal Masken bestellt, einfach just for fun, um zu schauen, wie es denn so ist. Zack, ja, das hatte ich schon. Und ich muss echt sagen, nein. Ich fühle mich total doof damit, wenn ich so eine Maske aufsetze und mir vorstelle, dann Facecam zu machen. Ich fühle mich mega doof damit. Muss nicht unbedingt, sage ich mal, sein, Freunde, das mit der Maskencam. Das wäre echt nicht so, glaube ich, das Richtige für mich. Das wird mich. Das ist einfach doof irgendwie. Also ich hab's mir einmal angeschaut, wie gesagt, aber nein, das macht keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn mit der Maske. Da habt ihr auch nichts von. Da seht ihr ja eh keine Emotionen irgendwie von mir. Und das kann man dann auch halt gleich lassen. Also, nee, das läuft nicht, das ist nichts. Jetzt noch eine Frage jetzt von Rubik zu Retro, nämlich, Gomade, du hast Mauzi vergessen. Nein, habe ich nicht. Also, es ging ja in der letzten Folge so ein wenig darum, wir hatten in der Zwischenzeit schon die anderen Dorfbewohner wieder zurück auf die normale Insel geholt. Die Insel hat sich zurückverwandelt und dann saßen wir am Lagerfeuer noch ein bisschen und Mauzi saß, wenn man genau hingeschaut hat, unten rechts neben mir am Tisch. Und man hat auch Mauzi am Ende, als ich zum Haus gelaufen bin oder kurz sogar durch die Tür gegangen bin, hat man Mauzi nochmal, ja, gehört. Sie hat da nämlich nochmal gemaut. Und ich habe sie nicht vergessen. Sie war nur nicht so präsent, fand ich in der letzten Folge. Aber hätte man vielleicht noch ein bisschen präsenter einbauen können, die liebe Mauzi. Aber ja, allgemein kam mir so die Idee, noch irgendwie Retro-Merch oder so rauszubringen. Da hatte nämlich auch noch jemand den danach gefragt in den Kommentaren. Weiß ich jetzt nicht. Wenn ihr darauf Lust habt, dann kann ich da vielleicht was irgendwie designen und so. Ich kann mir das echt gut vorstellen. Es gibt ja wirklich viele Retro-Fans unter euch und vielleicht ist da so ein bisschen Retro-Merch. Ihr könnt ja mal eure Wünsche da irgendwie in die Kommentare hier unter dem Video schreiben, was ihr euch da vorstellen könntet und ob ihr da überhaupt Lust drauf habt. Ich weiß es nicht. Einen Kommentar habe ich jedenfalls dazu gelesen. So, und wo sind hier die Ostereier? Ich habe noch nicht so viele gefunden. Wir können ja gleich mal, ich zeige euch auch gleich in der Lobby, wie weit der Stand schon ist von der Ostereiersuche. Ah ja, da haben wir schon noch eins. Kommen wir jetzt zur letzten Frage auch schon direkt. Das ist eine etwas größere Frage, nämlich. Und zwar von Anna. Und sie fragt, hast du noch ein größeres Roleplay-Projekt vor? Ja, also ich hätte Bock auf... hier geht's nicht raus. Ich suche den Ausgang. Das ist meine nächste Mission. Auf ein nächstes Roleplay-Projekt hätte ich Lust. Es muss nicht mal unbedingt so ein ernstes Roleplay-Projekt sein, meiner Meinung nach, wie Retro. Einfach eines, wo man vielleicht ein bisschen mehr Folgen auch raushauen kann, was einfach lustig ist, Unterhaltung halt darstellt für euch. Ich bin nur noch nicht so richtig auf die Idee gekommen, was man da machen könnte. Zack, da haben wir noch eins. Also ich bin da noch ein wenig am Überlegen, aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass da jetzt bald, in den nächsten Wochen vielleicht, nochmal ein Roleplay-Projekt startet. Ihr könnt ja nochmal eure Ideen auch dazu in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat da jemand einen Vorschlag da von euch. Irgendwie vielleicht mal eine Adventure-Karte spielen oder so. Oder vielleicht mit Team Create doch irgendwie ein lustiges Roleplay-Projekt machen. Vielleicht so mehr mit Real-Life-Bezug, wisst ihr, dass ich halt etwas mehr in dem Projekt so Real-Life-Elemente mit einbaue, wie zum Beispiel, was ja auch momentan präsent ist auf YouTube, eine Schule oder so. Aber ich weiß es echt nicht. Ich habe halt echt noch überhaupt mir dazu noch nicht zu viele Gedanken gemacht, aber ich hätte Lust auf jeden Fall eins da noch zu machen und vielleicht kommen ja unter dem Video schon Vorschläge für so ein Projekt, wo ich dann eine Idee vielleicht davon weiterentwickle, mich davon inspirieren lasse und daraus dann ein neues Roleplay-Projekt starte für die Zwischenzeit, ja, bis zum nächsten Winter, wo dann vielleicht Retro Staffel 4 startet. So, und hier haben wir den Osterhasen, wie man sieht, 100%, wir haben es einfach schon geschafft, Freunde. Das sind die ganzen Preise, die es zu gewinnen gab. Es wurden einfach schon über 200.000 Eier gefunden. Hier steht 254.502 Eier wurden einfach schon gefunden. Ihr seid krass drauf gewesen, Leute. Und wir gucken mal, was gab es denn jetzt alles für euch. Es gab ein Ostereierhut, ja? Bunny Boots.
Es gibt Karotten, eine Karottenbombe, also neue Coinsystem-Items. Eine Skywars-Map kam raus. Der Osterhase, ein Meister des Versteckens. Die kann man spawnen. Dann, wie eine Skywars-Map, Freunde. Skywars-Map heißt Spring. Die andere hieß, Moment. Die andere Map hieß Carrot. Dann habt ihr auch ein Premium-Giveaway gewonnen. Es findet eine große Premium-Verlosung auf Twitter statt. Also, wenn ihr sie nicht verpassen wollt, schaut auf Twitter vorbei. Und auch ein Supremium-Giveaway habt ihr hier am Ende gewonnen. Alle, die einen Screen mit dem Osterhase unter dem Hashtag die net Ostern tweeten, nehmen an einer Supremium-Verlosung teil. Ihr habt es einfach geschafft, alle Sachen vom Osterhasen schon freizuschalten. Und was ich euch auch noch sagen kann, im Gommadi-Net-Shop bis zum nächsten Freitag gibt es auf jeden Supremium-Rang, der gekauft wird, 50% mehr Laufzeit. Also bei einem Monat dementsprechend 1,5 Monate und so weiter und so fort. Also schnappt euch den Supremium-Rang, wenn ihr es eh schon vorhattet. Denn jetzt bekommt ihr nochmal 50% mehr Laufzeit darauf. Bis Freitag. Und ansonsten, Freunde, hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Eine Bewertung würde mich freuen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Haut rein. Danke für alles. Und tschö mit Ö.